Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich habe dieses Video schon zweimal gemacht. Einmal hat sich die Kamera verstellt und war im Slow Motion. Kann ich Video wegschmeißen. Das zweite Mal ist der Akku abgekackt. Also stand noch da irgendwie was in der 28% und irgendwie bumm, Kamera aus. Und er konnte dann, nachdem ich einen neuen Akku drin gemacht habe, die Videodatei leider nicht mehr reparieren. Also muss ich es nochmal aufnehmen für euch. Habe ich hier noch die Tüte? Ja. Ich habe wieder mal was bei Temu geholt. Ich warte auch noch auf zwei Temu-Pakete, wo Weihnachtszeug drin ist. Also so wie das jetzt aber aussieht, wird das in einem Paket drin sein. Und das soll jetzt wohl kommen. Hier ist jetzt was für mich drin, was für die Wohnung drin, was für die PC-Ecke drin, so querbeet. Und halt eine Sache zum Vergleichen. Ich würde sagen, fangen wir erstmal mit der Sache, die ich geholt habe, zum Vergleichen. Weil viele mal sagen, ja, kann man nicht glauben, wenn da 120 Watt, ist ja nur Billigware bei Temu und so. Deswegen habe ich mir zweimal ein 120 Watt USB-C-Kabel geholt, beziehungsweise USB-A auf USB-C. Weil ich habe ja ein Xiaomi, das kann 120 Watt ab beim Beladen. Und ich habe auch das passende Netzteil logischerweise dazu. Und da kann ich das dann super testen. Hier ist alles komplett schwarz. Ja, aber hier ist es so durchsichtig, so ein bisschen gelblich durchsichtig. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen vernünftig. Ja. Und habe ich einmal 1 Meter hier irgendwo, aber ich habe jetzt noch meine Lesebrille nicht auf. Einmal 1 Meter und einmal habe ich 1,8 Meter geholt und gucke jetzt mal, ob das 120 Watt hoch sind, wenn da 120 Watt draufsteht. Ja, weil viele von euch sagen ja immer, ist ja immer nicht so, wie da steht. So. Dann habe ich 3-mal USB-Kabel geholt. Das ist 2-mal hier. Einmal in schwarz, einmal in blau. Das ist USB-A-Verlängerungskabel. USB 3.0, um genau zu sein. Oder 3.1, bin mir jetzt nicht sicher. Und dann noch einen schwarzen, weil ich will ja demnächst, also mal meine PC-Ecke neu machen. So, der ist auch schön dick, wie ihr seht. Schön abgeschirmt. Weil sind ja viele USB-Kabel hinten am PC und da ist es halt schön, wenn die schön abgeschirmt sind, dass da jetzt keine Störgeräusche, Störfrequenzen kommen. Ja? Und halt blau, dass man die halt unterscheiden kann. Ich hätte gerne noch mehr geholt in anderen Farben, in Rot, Weiß und so, dass man die halt wirklich ein bisschen besser zuordnen kann, bis sie oben auf dem Tisch sind. Also oben am, an der also vom PC hoch am Tisch. Und da werden die dann verstaut, dass sie dann halt, weil die meisten Geräte halt einen zu kurzen Kabel haben, dass ich das dann halt vernünftig verlegen kann und unten ein bisschen Freiheit habe. Und dann halt den gleich nochmal in schwarz. Und dann noch von einem anderen Hersteller, der war ein bisschen was preisgünstiger, auch nochmal schwarz. Sieht aber ein bisschen anders aus, dass man den unterscheiden kann. Und ich hätte halt gerne noch andere Farben für die einzelnen Sachen, weil den USB-C habe ich ja auch als Verlängerung schon, der kommt dann auch noch ran für das Kartenleselaufwerk und dann will halt den Kabel vom Stream Deck möchte ich gerne verlängern, der Stream Deck, was bei mir links ist, da brauche ich mehr Platz, dann den Kabel von der Katzencam, den würde ich gerne noch verlängern, da will ich noch einen separaten holen, der wirklich bis fast hoch geht, also ein bisschen ein Stück länger als die. Die sind jetzt wirklich, dass sie hoch bis zum Tisch
und ein bisschen drüber sind, dass ich da halt oben da verstauen kann. Und dann halt oben die Kabel sind, dann passt das alles. Aber ich hätte halt noch einen etwas längeren, der bis fast zum Monitor geht, wo die C922 rangemacht werden kann, dass ich die dann auch jederzeit, weil jetzt kann ich die halt nicht mehr auf den anderen Bildschirm machen, jetzt kann ich da nur so ein bisschen variieren. Die würde ich gerne halt, dass ich die schwenken kann, überall mal ranmachen kann, wenn jetzt der Kater hier liegt, dass ich jetzt hier ranmache oder hier oder dann halt mal auf den oberen Bildschirm zum Beispiel auch, wenn man von weiter oben was filmen will oder so, dass ich da ein bisschen mehr Freiheit habe. Deswegen brauche ich da noch, und halt andere Farben, dass man das besser zuordnen kann. Ich brauche einen für den Stream Deck, ich brauche ein USB-Kabel für den Headset-Halter. Ja, da ist ja auch mit USB, sind da zwei dran und beleuchtet ist der, weil da habe ich die USB-Sticks dran für von der Tastatur und von der Maus, die Bolt-Dinger da von Logitech. Dann USB-C-Verlängerungskabel habe ich schon, der ist für Kartenleselaufwerk. Dann brauche ich noch ein USB für die Kamera, der etwas länger sein muss. Dann habe ich noch ein anderes Kartenlaufwerk mit USB. Da brauche ich auch ein USB, wo auch drei USB-Anschlüsse sind. Was ich dann austauschen werde, wahrscheinlich mit einem reinen USB, dass ich vorne unter Monitor nochmal zusätzlich vier oder so USB habe für Stick oder was weiß ich, wenn ich mir meine Musik für das Auto fertig mache oder so. Ja, also, was habe ich noch? Da fehlt doch noch was. Was fehlt denn da noch? USB dafür 1, 2. Ach so, denn USB für das Mikrofon. Den würde ich auch, der ist zwar lang genug, den würde ich aber gerne noch auch um einen knappen Meter oder so verlängern, würde ich den gerne, damit ich den dann halt hochführen kann und dass es dann halt nur oben lang geht und dass die Verlängerungs-USB alle bis hoch gehen, oben verstaut sind und alles, was runter geht, sind nur Verlängerungen. Ja, dass ich da dann oben auch jederzeit mal umstecken kann. Warte mal. Ach so, und dann habe ich noch ein, ach so, genau, dann habe ich noch ein USB für die Elgato Facecam. Genau, für die Elgato Facecam habe ich ja auch noch ein. Ja, das, der reicht eigentlich, da bin ich am überlegen, da werde ich dann den hier nehmen zum Verlängern, da brauche ich halt nur das Stücke. Ja, und den Camlink, den habe ich auch an einem USB-Stück dran, das bleibt so. Weil der Camlink ziemlich dick ist und wenn ich den direkt reinmache an den USB, dann nimmt er mir zu viel Platz weg, weil der so dick ist. Deswegen habe ich den schon an so einem kleinen Adapter-USB-Stück dran, schon ziemlich lange. So, dann habe ich geholt, hier steht jetzt 5/8, ich habe den 8-portigen. Ja, das ist ein LAN-Splitter. Der hat 8 Ports. Sieht auch cool aus, ist in weiß. Weil ich habe ja hier von Devolo und von Netgear und so, habe ich ja Hotspots oder wie die heißen, also praktisch das Hauptteil, die Basis steht an der Fritzbox und der Satellit steht hier im Wohnzimmer. Und die teste ich ja gerade beide eigentlich sehr gut. Der eine hat ein bisschen WLAN-Reichweite mehr. Also hier klappt alles ohne Probleme. Hier sind sie komplett gleich. Bloß wenn man außerhalb vom Haus geht, die Entfernung, da ist eins, was halt mehr in die Entfernung geht als das andere. Aber sonst sind sie eigentlich auf dem gleichen Level, außer von der Software, dass die halt da so ein bisschen Unterschiede haben. Und dass man bei dem einen sieht man halt alles noch in der Fritzbox an Geräten. Beim anderen sieht man das nicht mehr. Da sieht man das dann nur noch über die eigene Software. Und weil die halt nur zwei LAN-Anschlüsse haben, ich habe aber genug Geräte, habe ich mir gedacht, hole ich mir mal das hier. Ist so Gigabit-Port, also wie gesagt 8 Stück. Hier an der Seite ist Strom. Da mache ich dann praktisch, einer von den 8 geht weg. Da kommt praktisch von dem der Kabel rein. Und dann habe ich 7 Geräte, die ich anschließen kann. 7 Geräte. Und die hängen dann alle
praktisch da dran. Und man braucht ja nicht alle 7 gleichzeitig. Ja, also wenn PlayStation gebraucht wird, brauche ich nur die PlayStation. Da ist dann nicht der Fernseher im Internet und so. Das reicht dann alles von der Bandbreite dicker aus. Ist ja genau das gleiche wie jetzt. Aber, naja. Und dann mal gucken, ob da auch ordentliche Geschwindigkeit durchgeht. Das werde ich dann aber mit der Xbox testen. Weil die Geschwindigkeitstests mit der PlayStation, die sind so semi-optimal. Das ist dann mit der Xbox Series X ist das viel, viel besser. Die ist da genauer. Die haue ich dann durch, den Geschwindigkeitstest damit. Und dann wissen wir da auch mehr. Oder Fire TV geht auch eigentlich. Ja. Dann habe ich mir eine Mütze geholt. Mit Wallknut drauf. Ich hoffe, ihr könnt es vernünftig erkennen. Hier ist Wallknut. Und hier ist ein Rabe. Und hier ist ein Rabe. Warte mal. Wenn ich die auseinanderziehe, sieht man das vielleicht so ein bisschen. Ja, ist sehr dunkel gehalten, das vordere Bild. Also ein bisschen könnt ihr das sehen. Hier sind die drei Dreiecke. Hier ist ein Rabe. Hier ist der andere Rabe. So. Dann ist auch schön über die Ohren. Ist eng, nicht zu eng, dass man Kopfschmerzen kriegt oder so. Und hält die Öhrchen schön warm. Ja, ist schön und passt zu meinem Style. Das ist meine neue Wintermütze. Weil ich brauche eine zweite. Weil wenn ich frühst die Kleinen in den Kindergarten bringe, und bei der Kälte ist man ja auch dick angezogen, dann schwitzt man ja trotzdem ein bisschen was, dann ist die Mütze ein bisschen nass. Oder wenn wir halt länger unterwegs sind, Schlitten fahren, was weiß ich, ist die Mütze nass vom Schnee, vom Schwitz. Und dann will man natürlich, wenn man dann nach Hause kommt und dann vielleicht nochmal raus muss, würde man gerne eine trockene Mütze aufsetzen, weil so schnell wird die dann selbst auf der Heizung nicht trocken. Deswegen habe ich mir entschieden, nochmal eine zweite Mütze zu kaufen. So, dann habe ich ein Fernbedienungshalter. Ich würde sagen Fernbedienungenhalter. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was davon richtig ist. Ich würde sagen, nicht Fernbedienungshalter, weil es sind ja mehrere, Fernbedienungenhalter. So aus mit Lederoptik, mit einer weißen Naht. Und da sind dann 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt dann halt, so stelle ich da drauf. Weil jetzt habe ich sie unten drunter oder in der Lego-Box und wenn der Kater dann wieder Bock hat und unter den Tisch kraucht und mir die vorschmeißt, dann können die schon mal unter der Couch rutschen und du findest die Fernbedienung nicht mehr wieder. Deswegen habe ich mir auch die Pro von Amazon geholt, die Fire TV Pro Fernbedienung. Da sage ich dann, wo ist die Fernbedienung, dann piept die. Aber so kann ich mir die dann halt hinstellen auf den Tisch. Dann kommt halt hinten DVD-Rekord, also Blu-ray-Player rein. Also nach der Reihenfolge, wie man es halt benutzt. Blu-ray-Player, Fire TV, Fernseh, Soundbar. Ja, Soundbar kann noch nach hinten. Und Sky. Also Blu-ray-Player, Soundbar, weil die brauche ich nicht. Stell alle über Fire TV Fernbedienung ein. Skybox und dann halt Fernseh und Fire TV, die ich regelmäßig benutze. Und dann steht das dann halt drauf, hast die schön organisiert und liegen nicht so wahllos auf dem Tisch rum, dass da ein bisschen Ordnung drin kommt. Die haben sie auch in normal Plastik gehabt und in durchsichtig und nicht durchsichtig. Sahen auch okay aus, aber mir hat es mit der Lederoptik sehr, sehr gut gefallen. Und weil mein Tischdecken sind sowieso immer schwarz oder grau und ja, dann fällt es noch ein bisschen weniger auf. Und da habe ich mir gedacht, das ist ganz gut. Dann habe ich mir sowas geholt. Das wollte ich auch schon immer mal haben. Das sind verschiedene Halter fürs Gesicht. Bart machen. Ja, also verschiedene Größen. Das ist die kleinste Größe. Ja, das legt ihr euch dann hier so ran. So. Und dann macht er das hier so, haltet er hier fest und dann könnt ihr hier rasieren. Dann haltet er so fest, könnt hier rasieren und habt ihr eine dünne Linie mit wenig Abstand zum Mund. Ja. Oder ich werde halt das große nehmen. Das lege ich mir hier so ran.
ist ein Noel Hutekin hier drin. Da hat man hier so ein bisschen Abstand zum Mund. So. So ein bisschen Abstand, weil hier wächst ja sowieso nicht so viel. Da hat man hier so ein bisschen und dann kann man hier rasieren und hier rasieren. Und dann ist es wirklich die gleiche Breite. Wobei ich hier wahrscheinlich gucken muss, mal wie das aussieht, wenn ich das hier mache, ob das denn nicht vielleicht so ja ein Stück zu kurz wird und Volumen verloren geht. Aber ich habe dann wenigstens hier oben. Hier unten ist, kann man ja immer noch ein bisschen ausgleichen. Hauptsache, ihr kriegt das hier oben vernünftig die Linien, weil das ist immer ist das breiter, dann ist das breiter. Das ist dann halt doof. Und da habe ich mich dafür entschieden. Und dann kommt da auch ein bisschen Struktur rein und sieht auch ein bisschen schöner aus. So. Dann habe ich jetzt noch was geholt. Das ist aber ein bisschen sehr kurios. Das ist ein, ich weiß jetzt gar nicht genau, stand Bartklemmen, Bartset oder Haarset, Haarspannset. Da, ich weiß es jetzt nicht genau. Ja, das ist hier so ein Kästchen. Ja, okay. Ein Plastel, mit hier kann man aufmachen. Da sind lauter Sachen drin für Haare, wenn man lange Haare hat, oder Bart. Bartperlen sind mit bei und so. Schade ist, ich zeige euch mal was, eins ist mit drin, da muss ich mal gucken, ob man das einzeln kriegt oder ob ich bei Temu hier noch einzelne Sachen kaufen kann. Diese dicke. Der dicke Ding ist halt leider nur einmal drin. Das kann man denn hier und dann drunter noch eine Runenperle oder so. Davon ist leider nur eins da. Dann haben wir aber hiervon zwei. Ja, die sind so gebogen. Ja, dann könnte man das praktisch so machen, dann geht der Bart dann so rum. Ja, oder, ja. Ich weiß nicht, das muss ich mal machen, mal gucken, wie es aussieht. Hier, die sind dann auch so halbwegs gebogen. Ja, und dann hier mit ein bisschen mehr offen und irgendwelche Schlangen sind auch noch mit bei. Ja, die sind auch ziemlich offen. Und dann halt hier so künstliche Piercings sind mit bei. Also praktisch, die sind mit den Kugeln hier vorne, kann man sich dann rinschieben. Kann ich dann mir voll tackern, hier alle beiden Ohr, Nasenteile und dann hier unten und so. Dann gehen wir so zu Weihnachten, zu Schwiegermutter. Also nach Weihnachten. Aber meine Schwiegermutter interessiert das nicht. Die sagt immer, Hauptsache ihr seid glücklich, alles andere interessiert mich ja. Und wenn du noch mit 5 Tattoos kommst. Und das ist dann so eine Schlange, für Bart, das ist aber nicht jetzt direkt für Bart, das ist eher so Haarschmuck. Ja. Da sind auch zwei so ein Dinger zum Ziehen drin und noch viel mehr. Und auch hier auch sowas, das ist eher für Frauen gedacht, hier sowas, denke ich mal. Auch so spiralemäßig, komplett zu. Aber das Gute an diesem Kasten ist halt, warum ich es mir geholt habe, man konnte ja nicht alles sehen. Das finde ich hier zum Beispiel auch ja nicht mal so schlecht. So mit diesem Zickzackmuster so ein bisschen. Ja, das seht ihr jetzt wieder schlecht, wa? Hat so ein Zickzackmuster. Ein bisschen könnt ihr das erkennen vielleicht. Ein paar sind richtig cool mit bei. Oder hier Runen. Hoppala, komm hier her. 3 Fächer mit Runen. Leider die Runen nur einzeln, nicht doppelt. Ja, man kann halt dann nur, muss man gucken, dass man ein Wort macht, wo halt nicht mehrmals der gleiche Buchstabe drin vorkommt. Aber da kann man ja auch noch mehr Runen kaufen. Und kann sich praktisch hier aus den 3 Fächern Runen halt 6 oder 7 Fächer machen. Und dann kann man sich ja noch hier den großen nochmal einzeln kaufen oder so. Also ich werde auf jeden Fall im Runen werde ich noch ein paar nachkaufen. Und ich hatte auch noch gesehen, so mit Wikinger-Muster verzierte oder so, dass ich halt verschiedene Bartperlen habe. Gibt auch welche aus Holz, die sehr toll aussehen. Habe ich dann halt eine Box mit genug Platz. Einige Sachen werde ich davon aussortieren. Die wird meine Frau oder meine Tochter kriegen oder Töchter kriegen. Ja. Und auch Bartgummis sind mit bei. Und wenn ihr euch fragt, wie kriegt man das denn da rein? Ich zeige es euch jetzt mal anhand von dieser gebogenen, ja? Oh, der Akku ist auch bald wieder leer. So, mein Bart, das sieht gerade ein bisschen aus wie ein aufgesprengtes Sofakissen. Den teilen wir jetzt mal. So. So. Die meisten würden jetzt denken, man dreht sich das so ein, wie ich das jetzt mache. Ja. Und dann steckt man das hier einfach so durch. Das funktioniert nicht. Und bei den ganz kleinen Bartperlen funktioniert das sowieso nicht. So. Wir nehmen das ist hier dieses
Abziehwerkzeug, das stecken wir jetzt hier durch. So. Stecken hier den Bart durch. Ich muss mich daran erstmal gewöhnen. Ich habe sowas noch nie benutzt. So, und dann ziehen wir praktisch, halten hier fest und ziehen den Bart durch. So. Und dann drehen wir uns jetzt so hin, wie wir es hinhaben wollen. So, und dann sieht das etwa so aus. Das ist jetzt ein bisschen verdreht. Ja, wir können es ja mal so machen, damit das ja so nach außen geht. Ja. Und wenn ich das dann jetzt hier auch machen würde, würde der auch so nach außen weggehen. Seht ihr das? Hier noch eine Bartperle vielleicht dran. Ja, und das hält jetzt gerade so, aber das kann runterrutschen, deswegen hier immer ein Bartgummi drin machen, damit das nicht runterrutscht. Bei den größeren auch einmal unten rüber, ruhig mit über das Ding drüber machen oder zweimal, damit das nicht wegrutscht. Kann auch über den Bartgummi immer noch drüber rutschen oder dann halt hier noch eine Bartperle und dann halt ein Gummi, dass das halt hier sowieso gestoppt wird, weil durch die Bartperle passt das nicht durch. Ja, und das würde dann halt praktisch, ich mach mal so weg hier, sieht man es? Ja. Oder man macht es dann halt hier weiter unten hin. Und dann ist es halt hier unten so ein bisschen gebogen. Ja? Dafür ist halt dieses Werkzeug. Ja? Das passt dann auch ohne Probleme, wenn ich jetzt hier so eine Runenbartperle nehme. Da dann einfach durchstecken. So. Den Bart da rein. So. Und dann hier durchziehen mit Bart. Und dann ist es im Bart drinne. Dann unten ein Gummi, weil das ist ja nicht so dick. Ja, ein Gummi ein paar Mal rum, dann geht das nicht drüber. Und dann könnt ihr die auch nicht verlieren. Weil wenn ihr die nur so reinschiebt und so drinnen lasst, sieht im ersten Augenblick cool aus. Durch Bewegen und so rutscht die immer runter und dann sind die weg. Ja, die müsst ihr schon damit vom Wegrutschen fixieren oder beziehungsweise ein Gummi drunter machen, damit das halt sicher ist. Gummi drunter machen, das sicher ist, klingt auch zweideutig. Naja. Jedenfalls fand ich die Box ganz cool und einige Sachen, die da drin sind, alle konnte ich gar nicht erkennen. Die Bilder waren da nicht so genau, aber die Runen und vor allen Dingen die große Tube war zu ersehen. Ich hatte nur gehofft, dass von dem großen Ding, was ich euch gezeigt habe, zwei drin sind. Leider ist da nur eins drin. Ja, aber naja, eins, dann mache ich mir eins hier oben drin. Habe ich mir schon überlegt, zu Weihnachten werde ich das dann machen. Werde ich dann hier das große Ding hier oben reinmachen. Und dann bin ich am Überlegen, eine Bartperle vielleicht drunter und dann halt den Gummi und vielleicht zwei und dann sieht das dann so aus. So. Das war doch. Das war meine Temo-Ausbeute. Oh, shit. Mist, hier ist das alles drunter gefallen. Das war meine Temo-Ausbeute. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen mit den Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde mir Bestmögliches tun, euch die Fragen zu beantworten. Ich werde zu einem einzelnen Weg noch ein Video machen, damit ich euch das noch ein bisschen genauer zeigen kann. Mit den Bartperlen vielleicht werde ich euch noch ein bisschen genauer zeigen. Da werde ich dann von oben filmen und mit Zoom werde ich mal gucken, dass ich euch das dann halt, weil das ist halt bei diesen kleinen Sachen echt blöde, vernünftig zu zeigen. Und ja, wie gesagt, es kommt ja noch zwei Bestellungen, was jetzt wohl eine ist mit Weihnachtszeug. Das könnt ihr auch schon jetzt, das werde ich auch jetzt schon machen. Da wird dann halt nicht zu Weihnachten kommen, höchstens in Odin verpackt. Weil einige Sachen werde ich verpacken, einige Sachen werde ich nicht verpacken, weil die Gitarre ist riesengroß. Das schaffe ich dann nicht. So viel Papier habe ich gar nicht, weil ich wüsste ja nicht, wie ich das verpacken soll. Aber egal. So, ich bin jetzt wirklich weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.